Willkommen zurück zu Resident Evil Revelations 2 und wir haben mittlerweile den Strom angeschlossen. Ach ja, im Übrigen, ich bin Vampirius, falls ihr es noch nicht wissen solltet. Wir haben jetzt gerade eben den Strom noch vorhin angeschlossen aus der Folge davor. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, was passiert, wenn wir diesen Schalter umlegen. Okay, der Kerl sieht ein bisschen zermürbt aus. Wir haben auf jeden Fall das Zahnrad. Sie haben also Menschen gefoltert? Nein. Gar nicht. Das ist keine Foltermethode, das ist einfach nur abartiges Töten. Das ist kein Foltern mehr. Da vorne war nichts. Das ist natürlich schön hier, ne? Einfach einen Stuhl hinstellen, ne? Gemütlich zugucken, wie der Kerl da durchpiekt wird. Ja. Wir nehmen diesmal die Schrotflinte. Überraschung. Okay, da sind jetzt auf jeden Fall doch ein paar mehr Leute. Wir müssen jetzt hier das Ding einfügen. Wow. Oh. Oh. Nope. Nope. So much. Nope. Terribly. Nope. Nope. Wo bist du denn jetzt herge... Terribly no. Komm mal hier vielleicht in irgendeiner. Mädel, kommst du? Wow! Oh, ei, 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 scheiße, ich hab das Ding vergessen. Nein, scheiße. Da war ja dieses Teil, was da immer noch hin und her läuft. Das habe ich jetzt komplett nicht mehr im Schädel gehabt. Scheiße. Okay, gut, wir haben das Teil. Wir müssen rüber. Die Schrotflinte können wir schon mal wieder... ausrüsten. Blend ihn! Jetzt blende ihn doch! Ja, oder hau drauf! Mach doch was zum Ficken! Immer schön in die Kniekehle. Ich glaube, der ist tot. Okay, ein bisschen angeschlagen sind wir zwar. Ich bin gerade am Grübeln. Ob wir das Ding da nicht einfach einsetzen können und dann da durchgehen? Sollte da auch funktionieren. Oder können wir den vielleicht... Ah! Okay! Das ist natürlich was ganz anderes! Schnauze! Wow! Ah! Ficken! Ja, gut. Versuchen wir es noch einmal. Und diesmal ein wenig anders. Das heißt, zuerst losschrauben, dann dran gehen, umdrehen und dann alles mit dem Flammenwerfer halt in irgendeiner Art und Weise wegrösten. Okay.
Schrotflinte haben wir wieder drinne. Und tschüss. Reinsetzen. Ja, kennen wir schon. Aufdrehen. So. Denk mal, es ist ja nicht schlimm, wenn ich dich hier ein bisschen mit erschieße. Nein, du drehst jetzt daher. Ach, na, super. Ich gehe jetzt hier hin. Schnauze. Schnell nachladen. Explosive. Ich denke mal, ihr wird schon gut gehen. Oh! Moment. So, jetzt nehme ich erstmal das grüne Kraut. Und jetzt heile ich mich erstmal ganz gemütlich. Und ich habe immer noch eine Blutung. Das hört sich so falsch an. Kannst du mich heilen? Heilst du mich mal? Hallo? Du solltest eigentlich automatisch heilen. Mit der Blutung. Soweit ich mich recht entsinne. Aber gut, anscheinend dann wohl doch nicht. Wieso bleibt das Ding da jetzt stehen? Das Ding auch? Okay, das heißt, einen Weg zurück sollte es jetzt wohl nicht mehr geben. Die Zellenblöcke sind jetzt alle offen. Dann durchsuchen wir die jetzt einfach erstmal ganz in Ruhe. Mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwas finden. Okay, also diese Brennermechanik war vielleicht ganz nett gemeint, ist aber vollkommen für den Arsch gewesen. Hat gar nichts gebracht. Und gucken wir mal oben auf der zweiten Etage. Die zweite Etage ist auf jeden Fall noch komplett abgeschlossen. Schaltzentralenschlüssel. Den haben wir natürlich jetzt noch nicht. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall später noch einmal durch. Egal, ob wir wollen oder nicht. Okay, das Ding stellen wir erstmal um. Dann brauchen wir das Brecheisen. Das heißt, wir müssen einmal wechseln. Ja, was ist nun? Na also. Das ist noch ein zweites Teil? Machst du es jetzt mal auf? Danke. Freiheit! Nein, doch nicht. Der Ort kann mich echt mal. Was glaubst du, wo wir sind? Irgendwo da, wo wir eigentlich nicht hinwollen und schon... Aber nee, Blödsinn. Und gar nicht hingehören. Schon wieder diese dummen Armreife. Wer sind Sie? Ich will antworten. Ich bin die Aufseherin. Furcht braucht ein Publikum. Und einen Dirigenten. Aha. Aufseherin? Ihr müsst zur Wasser gehen, wo das Leben beginnt. Was wollen Sie von uns? Klasse. Echt klasse. Ich denke mal, da werden wir keine wirklichen Antworten kriegen von der. Zumindest im Moment nicht. Vielleicht dann irgendwann mal später. So gegen kurz vor Ende. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal erfahren, was zum Ficken machen wir hier eigentlich. Aber bis dahin werden wir wahrscheinlich erstmal nur doof rumirren und nichts wissen.
und wahrscheinlich auch vor allen Dingen nicht wirklich viel erreichen können. Aber gut, ist ja nicht so, dass wir das nicht schon kennen. So gesehen von den Resident Evil Teilen. Die sind in der Hinsicht eigentlich alle gleich aufgebaut. Warum kann ich jetzt nicht mehr laufen? Claire, schau! Da drüben! Hey! Ein Funkturm. Vielleicht können wir einen SOS senden. Auf jeden Fall sind wir schon mal aus der Facility raus. Das ist besser als nichts. Oh. Brauch Hilfe. Warum muss man dafür extra wechseln? Das verstehe ich nicht. So dermaßen unnötig. Nein. Ja, jetzt komm, mach nochmal. Nee. Fast. Ja. Verschlossen. Kann ich vielleicht da... Warum kann man nicht da durchkrabbeln? Sich hinlegen, durchschnorcheln. Dann von innen aufmachen vielleicht. Aber nö. Das geht natürlich nicht. Warum sollte es denn auch? Es wäre ja auch zu einfach. Alle hopp und ich wette. Siehst du? Du schaffst das. Ich hab dich. Leck mich, Hollywood. Das war sowas von nicht einfach. Hör mal, Moira, es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, in was ich dich verwickelt habe. Barry vergibt mir das nie. Ist nicht deine Schuld. Das glaube ich allerdings auch. Der Typ meckert und jammert und nörgelt über echt alles. Vergiss nicht, Moira, du sprichst hier über deinen Vater. Und mit der Typ würde ich meinen eigenen Vater niemals ansprechen. Nein. Gut. Upgrade Bank, was haben wir denn? Schnell laden. Ja. Packen wir mal auch rein. Die Schrotflinte gefällt mir jetzt mittlerweile. Okay. Was haben wir denn hier schön? Ah, Cookie da. Eine Kiste. Noch. Nee, doch nicht. Aber zumindest mal wieder ein grünes Kraut. Davon haben wir nämlich so gut wie gar nichts mehr. Warum auch immer, haben wir hier eine Station. Die funktioniert auch eh nicht. Und? Nein, ist tot. Was sagt dich? Lass mich raten. Hier. Ich schaue es mir mal an. Genau, hoch oben auf den Turm. Und sie lassen wir natürlich da. Und sie darf sich dann ohne Waffen gleich tausenden von Zombies irgendwie gegenüberstellen. Eine Insel.
erreicht. Dosenöffner, Episode 1. Freigeschaltet Konzeptart Nummer 1. Das nenne ich Teamwork. Erhalten 1000 WP. Schön. Neuversuche 3. Okay, Zeit 1 Stunde. Ja, aber immer noch Rang B. Warum auch nicht? Und dreimal verreckt. Benutzen Sie Bonus-BP, die Sie während der Kampagne erhalten, um Fertigkeiten mit den Fertigkeiten zu erlernen. Ah, Fertigkeiteneinstellung. Was zum Ficken? Muskelarm erhöht Stärke von Zweitwaffe, verringert die Zeit, ein grünes Kraut zu verwenden, erhöht Feuerkraft, wenn in der Hocke. Wechselschub, erhöhte Feuerkraft für den ersten Schuss, nachdem Sie die Waffe gewechselt haben. Erhöht Angriffsstärke von Moiras Brecheisen. 1-3 Angriffsstärke nimmt mit jeder Stufe zu. Erhöht Angriffsstärke bei Ziegelsteinen, wodurch Gegner einfacher zu betäuben sind. Schnelles Retten verringert die Zeit, in der sie benötigt wird, Partner retten und Partner zu retten um die Hälfte. Messersprint, Folgeangriff. Schnelles Messern, das ist eine interessante Sache. Aber da kommen wir jetzt im Moment noch nicht ran. Weil dafür müssten wir ja die oberen Punkte erstmal skillen. Schnellheilung verringert die Zeit, grüne Zauber erhöht die Heilkräfte eines grünen Krauts. Geladener Angriff, halten Sie R2 Nahkampfangriffe aufzuladen. Stufe 2 maximale Ladezeit, okay. Überleben Sie tödliche Schläge. Ausweichen, erholen, Haarspalten. Brechen Sie Aktionen ab, indem Sie ausweichen. Okay. Stärkere Zweitwaffe. Gegnerische Angriffe verfehlen eher Ihr Ziel, wenn Sie ihn ausweichen. Superhocke! Werden Sie zeitweilig unverwundbar, wenn Sie sich hocken. Erhöht die zurückgelegene Distanz bei jedem Ausweichen. Erhöht Feuerkraft für den ersten Schuss, nachdem sie die Waffe gewechselt haben. Und nehmen wir das erstmal. Schusserlaubnis. Claire und Barry verwenden ihre Waffe vom Computer. Das muss man extra skillen? Nee, ne? Aber steht wenigstens dabei, Munition wird nicht verbraucht, die Angriffsstärke ist sehr niedrig. Komm, nehmen wir das auch mal. Was ist das? Eiserne Reserve erhöht Angriffsstärke, wenn ihnen 10% oder weniger Munition in der verwendeten Waffe verbleibt. Oh! Gut, dann gehen wir halt darauf. 1000 Punkte haben wir noch. Komm, machen wir das hier, eine erhöhte Feuerkraft in der Hocke, warum auch immer. Muskelarm oder Schnellheilung. Nehmen wir mal die Schnellheilung rein. Was ist das? Medizinwissen. Das wäre vielleicht dann das nächste, was man sich holen könnte. Gut. Dann würde ich sagen, ja, eigentlich schon wieder fast 20 Minuten um. Dann, ja, machen wir doch hier erstmal einen kleinen Break, bevor es dann weitergeht, so gesehen, in den nächsten Bereich. Danke hier auf jeden Fall fürs Zusehen und ja, schauen wir uns dann im nächsten Video, im nächsten Kapitel an. Oder eher gesagt, dann sehen wir uns erstmal wieder. Mal gucken, ob dann jetzt Barry endlich mal kommt. Und ja, bis dahin, Horido und viel Spaß. Also schon mal übergeben. Oder eher gesagt, nicht die Blutung übergeben. Oh Gott, das hört sich echt falsch an, wenn man zwei weibliche Charaktere spielt. Hier, nimm meine Blutung. Ach, danke schön. Hätte ich aber nicht gedacht, dass mir so etwas Nettes rübergeht. Klar. Das fängt ja super an. Das Mädchen scheint. Moonwalken! Yes! Doch, von Michael Jackson. Auf jeden Fall. Kann man dann irgendwie... That is why I won't do two shows a night anymore, babe. I won't. I won't do.